Ja, ich hab ein bisschen Klaustrophobie, aber sonst alles okay. Im Hubschrauber war schlimmer. So, das ist unsere Überraschungskompass. Gott sei Dank ist die Bühne oder unter der Bühne alles gut ausgeleuchtet, also von daher, man braucht keine Angst zu haben. Also Platzangst habe ich auch keine, also ich fühle mich hier relativ wohl. Okay, Patient steht. Ich hätte ja noch einiges vor zu sagen als alter Quatschkopf. Florian, wollte ich nur sagen, du bist immer, wenn du auftrittst, kompetent, hast Leidenschaft, herzlich, authentisch. Das hätte ich noch gern mitgegeben, aber dann hätte ich zu sehr gegen das Publikum brüllen müssen. Das war so eine Stimmung in der Halle. Also ich glaube, Flo war total mega überrascht, weil wir hatten gestern noch Kontakt. Ich habe ihm gesagt, du, ich bin unterwegs, ich habe keine Zeit vorbeizukommen. Und eben war natürlich mega erstaunt. Ich hatte so eine Art Auftritt auch noch nicht. Also es war sehr lustig, unserem kleinen Kabuff. Mehr geht doch, geht nicht. Also ich glaube, die Überraschung ist gelungen. Zumindest habe ich das in Florians Augen gesehen und ich musste mich wirklich sehr zusammenreißen, dass ich nicht auch anfange zu weinen. Ich wusste ja, dass ich danach noch singen werde und wollte ihm auch unbedingt noch ein paar warme Worte schenken. Aber er hat sich, glaube ich, sehr gefreut und ich mich dann in dem Moment auch sehr, sehr. Und ich glaube, es war auch ein sehr emotionaler Moment. Aber das Schöne ist ja, wir sind nach wie vor ganz, ganz dicke und gute Freunde und sowas macht man eben auch für tolle Freunde. Von daher, ich freue mich total, dass ich da war.